So, willkommen zu einer Runde Minecraft Timolia 101s. Das hat einen. Der Grund, warum ich heute 101s spiele, ist so ein bisschen Nostalgie. Weil, und warum es heute mal wieder Timolia seit langer Zeit gibt, hat zwei Gründe. Zum einen ist es nicht so aufwendig wie jetzt irgendwie ein Wingman. Dazu kommt, dass ich nicht mehr allzu viele gute Wingmans habe. Zum einen, weil dieser Typ mich gerade ziemlich hart outranged. Zum anderen war ich bis heute bei Paul. Ich glaube, wer auf meinem Kanal Paul nicht kennt, also wer meinen Kanal aktiv schaut und Paul nicht kennt, der lebt, ja, ziemlich hinterm Mond, würde ich mal behaupten. Wieder bei Paul zu sein nach extrem langer Zeit, also ich hatte Paul jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gesehen, hat mir halt so ein bisschen Nostalgie-Feeling gegeben. So, und ich habe mir dann gedacht, für das heutige Video könnte ich auch mal ein bisschen Nostalgie-Feeling machen. Beziehungsweise ich hatte Bock, irgendwas Nostalgie-Basis, also für die, die wirklich schon länger dabei sind, also mindestens ein Jahr, eigentlich eher noch länger, für die Nostalgie zu machen, sofern es überhaupt welche gibt, die schon so lange dabei sind, wenn nicht, dann. Das so ähnlich war früher mein Kanal. Content-technisch nur, bin noch besser in Minecraft, weil ich mehr gezockt habe. Nicht, weil ich sie eigentlich überhaupt gezockt habe. Ich habe auch extrem lange nach irgendeinem vernünftigen 101-Server gesucht. Ich glaube, dadurch, dass ich hier Timolia spiele, kann man sich denken, dass ich den nicht gefunden habe. Die zwei Sachen, die ich am meisten auf meinem Kanal gebracht habe, dürften, glaube ich, 101 und, ja, vielleicht inzwischen im Zweifel sogar Wingman oder allgemein CSGO dürfte auf jeden Fall mehr sein als Minecraft, glaube ich, inzwischen. Naja, aber so die Formate, die früher kamen, waren halt hauptsächlich eigentlich Bed Wars 101 damals auf Kiro. So lange gemacht habe, bis ich einen Autoclicker-Failband hatte, wo ich dann keinen Bock mehr hatte. Und halt Timolia 101s. Das waren so die Oldschool-Sachen, die es halt früher immer gab. Wenn ihr wollt, dass ich mal irgendwie öfter so Oldschool-Sachen bringe, so zum Beispiel irgendwie, dass ich so einen einmal in der Woche einen Retro-Day mache, könnt ihr mir das extrem gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann schreibt es einfach in die Kommis. Dann sollte das doch fast schon zu schaffen sein, gehe ich mal von aus. Der Typ tut aber hier auch, als wäre das sein Leben. Digga, fick dich doch ins Knie. So Leute, das wird definitiv der letzte Kampf sein. Also wenn ihr Nostalgie-Feeling feiert, wenn ihr einen Retro-Day haben wollt, das gibt ein fettes Ease. Was? Ich darf kein Ease mehr schreiben? Ah, wow. Perfekt, Digga. Also dann Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Schreibt mal einen allgemeinen netten Kommentar. Folgt mir auf meinem Twitch, Insta und Twitter. Das ist alles in der Beschreibung verlinkt. Und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ciao!